Das, was heute die Containerterminals sind, das war früher der Fischereihafen. Ein riesiger Wirtschaftsfaktor für die Elbmetropole. Das hat sich dahingehend geändert, dass hier schon längst nicht mehr mit lebendem Fisch gehandelt wird, sondern er kommt wie überall auf der Welt inzwischen tiefgefroren per Flugzeug oder per Bahn an. Natürlich sind aber trotzdem hier auf der Meile direkt hinter mir alle Fischgroßhändler vertreten. Und interessanterweise machen die heute auch noch Geschäfte mit Fisch, allerdings dann kulinarisch. Denn in der Mittagszeit finden sich hier ganz viele Touristen an, die dann hier relativ preiswert Fisch essen wollen. Nicht ganz so preiswert, dafür aber sehr edel und sehr gediegen kann man dann, wenn man möchte, im Fischereihafen-Restaurant essen. Wie der Name schon sagt, liegt es auch hier auf der Fischereihafenmeile. Seit 1951 gibt es das Restaurant und ist vielleicht der bekannteste kulinarische Tempel hier in der Hansestadt. Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Sport gehen hier ein und aus und essen all das, was im weitesten Sinne aus dem Meer kommt. Und wir wollen uns mal die kulinarischen Leckereien ein bisschen genauer ansehen. Hallo. Schönen Tag, Herr Kowalkis. Grüße Sie. Das ist also Ihr Reich, das Fischereihafen-Restaurant, vielleicht eines der unter anderem, berühmtesten Häuser. Was macht das Fischereihafen-Restaurant so besonders? Ja, ich glaube, es ist deutschlandweit bekannt, auch international sehr bekannt. Und jeder, der in Hamburg ist und gerne Fisch isst, ja, wohin geht er? Zu Kowalkis Fischereihafen-Restaurant. Was für Persönlichkeiten kommen zu Ihnen? Ich glaube, das ist quer durch die Gesellschaft, nicht? Von unserer Bundesregierung bis zum Bürgermeister, alle Sportgrößen. Aber wir leben natürlich von den Familien und von den Geschäftsleuten hier in Hamburg. Und wenn Sie jetzt mit Ihrer Frau zwei Tage in Hamburg sind, im Hotel wollen Sie nicht zwei Tage essen, dann fragen Sie den Porti, wo können wir in Hamburg italienisch oder was nahe liegt Fisch essen. Der wird Ihnen bestimmt unsere Adresse sagen. Was macht das Hamburger Essen so besonders oder das Fischessen? Was lieben die Leute? Ja, gut, ich meine, Hamburg liegt nun am Wasser. Wir haben den herrlichen Hafen. Und was liegt da näher, als eine Hafenstadt mit Fisch in Verbindung zu bringen? Denn wir liegen hier direkt im Fischereihafen und können bis abends um 10 Uhr unsere Order geben und kriegen zweimal am Tag frische Ware. Vormittags fürs Mittagsgeschäft, nachmittags fürs Abendgeschäft. Das ist etwas, was niemand anders in Deutschland hat. Ich würde vorschlagen, dann gehen wir mal in die Küche und aber gerne, uns an, jawohl, was Ihre Köche so machen. Ja, sehr gerne. So, Herr Kowalke, wir haben Ihr Küchenteam kurz bemüht, uns einige Hamburger Spezialitäten zuzubereiten. Was ist denn das? Was haben wir denn hier vor uns? Ja, wir haben hier eine ganz klassische Menüabfolge, würde ich sagen. Zum Beispiel würde ich beginnen, wenn ich heute Abend bei mir im eigenen Hause Gast wäre, mit dem Räucheraal auf gebratenem Schwarzbrot und Schnittlauchrührei. Wir haben hier also eine kleine Familienräucherei in Altona, die jeden Morgen für uns den Aal räuchert. Und es wurde oft nachgeahmt, aber keiner hat es bislang geschafft, diese Qualität zu erreichen. Es haben als kleines Gericht danach unsere Hummersuppe. Wir verbrauchen täglich so einen halben Zentner Hummer. Nun können Sie sich vorstellen, wie viele Karkassen sich daraus ergeben. Und dann können Sie natürlich, wenn Sie viele Karkassen haben, das heißt also Knochen, Gräten und so weiter, dieses ganze Gehäuse und Scheren, dann kriegen Sie natürlich auch exzellente Fonds. Ich wollte sagen, eine schöne Suppe daraus. Und das brauchen Sie, um eine gute Suppe zu machen. Dann der Hamburger Klassiker, würde ich mal sagen. Ja, das ist unser Lapskaus. Lapskaus setzt sich zusammen, ist ja ein altes Seemannsgericht, aus gepökelter Rinderbrust, gekochten Kartoffeln, Gewürzgurken, roter Beete, Salz, Pfeffer, Zwiebeln. Und das wird alles zusammengekocht. Früher hat man das ja an Bord eingesalzen, damit sich das Fleisch auch hielt, ja, vor 50, vor 80 Jahren. Und dieses Gericht ist überliefert, bei uns ein Klassiker, regionale Spezialität, Lapskaus. Sieht ja immer so ein bisschen komisch aus, aber das hält die Leute nicht davon ab, das zu bestellen. Ja gut, man muss Vertrauen zum Wirt haben und zu mir haben die Leute Vertrauen. Und dann? Ja, das ist das Mittelstück vom Steinbutt. Viele Kollegen machen das, nichts gegen die Kollegen, aber die kriegen einfach nicht diese großen Steinbutt a 4 und 5 Kilo, sondern die meisten kriegen die kleinen mit 1000 Gramm, ja, was die Italiener sehr häufig verwenden. Aber bei uns gibt es die riesen Steinbutts und nur aus so einem Steinbutt kriegen Sie natürlich aus der Nordsee, bei Island oben. Wir haben da unsere Agenten sitzen. So, und nur da können Sie auch dieses Kotelett draufschneiden, aus dem Rücken das Mittelstück. Braten und dann mit dieser Pommery-Senfsoße und Heidekartoffeln, das ist es dann auch.
Was trinkt man zu so einem Hamburger Gericht? Wissen Sie, Sie können da ein schönes, frisch gezapftes Bier zu trinken. Hier zum Lapskaus natürlich auch. Und zum Steinbutt würde ich immer im Sommer einen schönen Sauvignon, eisgekühlt, einen leichten, sommerlichen Wein dazu nehmen. Vielen Dank, Herr Kowalke. Das sieht so lecker aus. Ich glaube, ich werde es auch gleich mal probieren. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Sehr Zeit gerne. Genommen haben, in Ihrer Küche uns mal ein bisschen umzusehen und diese Hamburger Leckereien uns zu erklären. Und wir gehen jetzt zu